Im Arbeiterkammer Niederösterreich Expertengespräch forderte Regina Gottwald-Knoll mehr Transparenz bei den Kosten in geförderten Tagesbetreuungseinrichtungen für Kinder und flächendeckende Kleinkindbetreuung in Niederösterreich. Die Arbeiterkammer hat eine Untersuchung, eine Studie beauftragt über die Kleinkinderbetreuungseinrichtungen. Wie sieht es denn da in Niederösterreich aus? Ja, also es gibt einmal viel zu wenig Betreuungseinrichtungen für unter Dreijährige. Also es hängt da vor allem am Geburtstag vom Kind. Je nachdem, wenn es schon 2,5 Jahre alt ist, Beginn des Kindergartenjahres, ist es möglich, in den Kindergarten zu gehen. Da gibt es ein gutes, flächendeckendes Angebot, aber darunter, also für jüngere Kinder, ist es halt sehr schwer, etwas zu finden. Also laut aktueller Kindertagesheimstatistik gibt es nur 38 Krippen in ganz Niederösterreich, die eben speziell für diese Altersgruppe da sind. Und neben ein paar altersgemischten Gruppen ist das halt dann sehr wenig, und für Tageseltern gibt es halt auch keine Garantie, dass man eine bekommt. Wie sieht es jetzt in den einzelnen Bezirken dazu aus? Ja, das ist eben sehr unterschiedlich, und unsere Analyse der Kindertagesheimstatistik zeigt, dass es 14 Bezirke zum Beispiel gibt in Niederösterreich, wo gar keine Kinderkrippe vorhanden ist. Also das ist schon sehr schlecht für Eltern, die es eben brauchen. Und bei den Kosten ist das natürlich auch so, dass ein großes, also wenig Angebot halt auch große Preisunterschiede mit sich zieht und auch lange Wartelisten. Die Kosten bewegen sich von bis? Ja, also da gibt es eine große Bandbreite eben bei den Kosten von 150 bis über 700 Euro pro Monat eben für die Betreuung mit Verpflegung. Und da finden wir halt, es braucht klare Regeln und auch Preisobergrenzen, damit sich auch jeder leisten kann. Gibt es Alternativen zu diesen Einrichtungen? Wie Tagesmütter? Ja, Tagesmütter gibt es natürlich auch, nur da ist natürlich auch keine Garantie, dass man einen Platz bekommt, und es ist individuell aushandelbar, auch von den Stunden, und wir wollen eben, dass sich die Eltern darauf verlassen können, dass es nach der Karenz einen Platz gibt, egal wo sie wohnen und wie alt das Kind ist, und das ist eben aus unserer Sicht nur durch institutionelle Einrichtungen gewährleistet. Wie schaut dann die Forderung der Arbeiterkammer aus? Ja, also einerseits muss der Ausbau rasch vorangetrieben werden, und natürlich wäre auch ein Rechtsanspruch zu überlegen, wie es jetzt zum Beispiel in Deutschland gibt. Da gibt es eben den Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr des Kindes, dass man einen Betreuungsplatz bekommt, wenn man ihn braucht eben. Und das wäre natürlich gut für die Eltern, damit sie sich verlassen können, dass sie halt dann nach der Karenz nicht vor bösen Überraschungen stehen und dann doch keine Betreuung haben. Also da wäre die niederösterreichische Landesregierung dringend gefordert? Ja, auf jeden Fall, dass man da den Ausbau, den qualitativen und den quantitativen vorantreibt und auch klare Regeln schafft, damit dann eben auch solche Preisschwankungen nicht mehr der Fall sind und sich es auch jeder leisten kann.